als eine Person, die selbst nicht von Diskriminierung betroffen ist, habe ich lange einfach geglaubt, der Sport ist automatisch so verbindend, integrativ. Aber er ist eben auf der anderen Seite genauso oft auch das Spielfeld für Hass, Ausgrenzung, Anfeindung und eben in unserem konkreten Fall dann Antisemitismus. Und den Sport als so eine Art Gradmesser für den gesellschaftlichen Zustand zu sehen, das finde ich eine wahnsinnig spannende Antriebsfeder und eine große Motivation, mich da einzubringen. Ich bin Lasse Müller vom Projekt Zusammen 1 von Maccabi Deutschland, dem Zentralrat der Juden. Ein Projekt zur Antisemitismusprävention und Bekämpfung im organisierten Sport auf den verschiedensten Ebenen. Wenn wir mit Jugendlichen zusammenarbeiten, ist es natürlich viel leichter, über so ein schweres und komplexes Thema wie Antisemitismus zu sprechen, wenn wir praxisnahe, lebensnahe Beispiele aus dem Fußball haben. Deswegen arbeiten wir mit ihnen auf dem Platz. Also gerade Jugendliche in den Nachwuchsleistungszentren, die sind natürlich auch in dem Alter schon Vorbilder, haben eine ganz besondere Funktion in ihren Schulklassen. Und wenn wir die sensibilisieren für Themen im Bereich Diskriminierung und die genau Bescheid wissen, wie kann man vernünftig reagieren, dann hat das eine ganz besondere Strahlkraft. Also wenn wir zum Beispiel eine antisemitische Beleidigung auf dem Platz haben, ohne dass Jüdinnen und Juden anwesend sind, dann gilt es natürlich trotzdem, dass alle anderen Problembewusstsein haben und erkennen, okay, hier ist gerade eine Diskriminierung passiert und daran arbeiten wir. Antisemitismus im Fußball ist ein absolut regelmäßiges Phänomen. Wir haben im vergangenen Jahr eine Studie gemacht. Da kam eben vor allem im Fußball raus, dass 68% aller Mitglieder schon mindestens einmal von einem Vorfall betroffen waren. Also 2 von 3 FußballerInnen in jüdischen Vereinen waren schon mindestens einmal von einem Vorfall betroffen. Das ist ein unglaublicher gesellschaftlicher Missstand, der, würde ich behaupten, fast niemandem bekannt ist. Es braucht die Bereitschaft von uns Einzelnen, uns dafür einzusetzen, dass wir eben da die Motivation in den Menschen rauskitzeln, zu erkennen, Demokratie ist was Tolles, das ist das bestmögliche gesellschaftliche Modell, was wir haben. Auf der anderen Seite gilt es immer wieder zu intervenieren und klarzumachen, dass eine demokratische Gesellschaft zwar Freiheiten hat, aber Diskriminierung eben nicht dazugehört. Und da gilt es jeden Tag wieder aufs Neue dagegen zu arbeiten, um einfach einen stabilen gesellschaftlichen Zustand zu halten. Ich bin Lasse Müller und Demokratie leben beginnt mit mir.